So, hallo ihr Lieben, hier ist Iris. Ich grüße euch, hoffe euch geht's gut. Mir geht es gut. Ich dachte, nachdem ich dieses reingestellt habe, werde ich jetzt einfach mal mich an euch persönlich wenden und werde einfach mal ein paar Zeilen dazu auch sagen. Also, wie ist dieses Video entstanden? Dieses Video ist einfach entstanden. Wir hatten einen Fall gehabt, wir haben darüber gesprochen, das Team. Ja, und dann hat sich diese körperlose Stimme, die ihr selber gehört habt, mit eingemischt. Dieses ist für uns auch nicht so wunderlich, weil wir haben das öfters gehabt und das ist immer noch so. Das kann durchaus passieren, wenn ich mache ja sehr viel, wisst ihr auch selber oder einige von euch, dass ich im Teil viel über Telefon mache und durchaus kann es immer wieder vorkommen, dass sich eine körperlose Stimme so eben halt meldet. Ja, das Positive ist immer, wenn sich das positiv meldet, jetzt komme ich fast schon durcheinander, dann ist es immer so, dass dieses sich auch eben halt, ja, dass sie sich vorstellt, dass sie sich begrüßt auf eine Art und Weise und dass sie sich auch verabschiedet. Und meistens ist es auch dann so, dass diese positive Energie, die man auch wahrnimmt und auch spüren kann, sich auch verabschiedet. Was bei den Negativen meist nicht ist. Das Negative kommt rein durch Störeffekte. Teilweise hört sich das so an, als wenn jemand durch ein Telefon reinpustet. Es ist alles, ja, verrückt einfach, ja. Und dann fragt man einfach nach. Und ich war eben halt diejenige gewesen, die eben halt nachgefragt hat. Die ist immer so, ja. Sprich, wer bist du, ne? Wie heißt du? Ja, und dann habe ich eben halt eine Antwort bekommen. Und das war, wie gesagt, eben halt nur ein Ausschnitt davon gewesen. Und den ganzen Dialog kann ich einfach nicht zeigen, werde ich auch nicht zeigen. Warum? Weswegen? Weil ich einfach zu doof bin. Ja, ihr wundert euch jetzt zu so doof. Ich habe von Technik überhaupt keine Ahnung. Bin überhaupt froh, die das überhaupt so rüberziehen konnte. Weil ich kann euch jetzt mal kurz erzählen, wie diese Aufnahme zustande kam. Wie dieses Telefonat war, habe ich dann mein Handy gezückt und habe dort auch ein Aufnahmegerät und habe auf Aufnahme gedrückt. Dies ist die Aufnahme, zwar nicht, weil das, was ihr hört, ist die Aufnahme, weil, wie ich schon sagte, ich bin einfach so doof, ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik. Das wissen die, auch die mich kennen. Habe ich einfach den ich das vorspielen wollte, einfach über Lautsprecher und habe einfach mein Handy daneben gehalten und habe das doof genommen. So, das ist diese Aufnahme, die ihr hört. Das ist kein Fake, das ist einfach so eine einfache Aufnahme von jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von Technik. Um das ganz klar und deutlich zu sagen, ja. So kann man es sagen. Und für mich war auch nicht gewesen, wie die Technik ist oder wie auch immer. Für mich war einfach wichtig gewesen, wie die Stimme rüberkommt. Das war mir wichtig, um einfach auch zu zeigen, dass es so was gibt. Ja, das ist so. Weil so habe ich auch zu meinem Glauben gefunden, weil ich habe vorher auch nicht so geglaubt. Und erst, wie gesagt, mit diesen, ja, Stimmen, mit diesen Phänomenen zu tun bekommen habe, ja, habe ich eben halt eine andere Sicht bekommen, ne? Habe ich auch einen Glauben bekommen, ne? Ja, und diesen Glauben habe ich euch einfach vorgeführt. Das ist einfach alles. So kann man es sagen, ja. Und mehr kann man einfach auch nicht dazu sagen. Und das ist heute noch so. Ich arbeite über ein Telefon und es kommen immer noch über ein Telefon Stimmen rein. Das ist so. Ja, weil ich kann mir das auch, wie gesagt, nicht aussuchen, denn diese Entitäten, die suchen das aus, die nehmen ja auch den Kontakt zu uns auf und wir nicht zu ihnen. So, ich hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen klären konnte und ihr ein bisschen einen kleinen Einblick habt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und hier hinten ist nichts Paranormales, ja, ist überhaupt nicht, weil ich koche nämlich gerade für meine Familie und dachte gerade mal, ich werde euch einfach mal, ja, ein kurzes Statement hier hinterlassen. So. Das war es gewesen. Ich danke euch fürs Zuhören und habt ihr alle einen schönen Abend und lasst es euch gut gehen.